Ja, wir hören dich alle deutlich, klar und Okay. deutlich. Wir nehmen ein paar Okay, die Runden auf. Aufnahme, habe jetzt nämlich über die Die Kopfhörer Aufnahme läuft gemacht. übrigens, Pascal. Mein werter Teamkollege hier, Buggy und ich, sind im Skill for Two beigetreten. Ihr habt es ja Das auch mitgekriegt. mitgekriegt, Teamkonfrontation. Und das spielen wir 7 gegen 7, gell? 7 gegen 7 jedes Genau. Mal, durchaus. Dann nehmen wir euch mal ein paar Ründchen mit. Dann starten wir Ja, mal genau. unsere Session. Es gibt ja Also wir haben das. jetzt, glaube ich, Ja, 30 Entschuldigung. hintereinander. Ja, lief nicht schlecht. Läuft gut. Wir Wir spielen. haben Death Games, dann haben wir Mailand Community und diese awesome Boys da oder aus Schweden da, keine Ahnung. Endlich Geister. Der Modus ist heute rausgekommen und Skill führt momentan. Genau. Aber wir haben deswegen nicht Skill gejoint, nicht, dass ihr wieder denkt hier, wir sind Fame Ich bin geil. Skill tatsächlich gejoint, da hat er noch gar nicht geführt, glaube ich. Ja. Wie gesagt, da kann man Belohnungen gewinnen. Jo. Schauen wir mal. Also wir hatten gerade eine geile Runde, da haben wir alle 0 Schaden gehabt und die Basis erobert. Das war ganz super, die Performance von unserem Team. Jetzt ohne Scherz. Vielleicht kann Gilla die Details nachher aufrufen, wenn er sich vergisst, aber Ja. war echt sehr amüsant. Ich Weil wollte. Mailand Community ist nur in den Zauberwald gefahren und das war geil. Ja, das war ein lustiges Spiel, ja. Aber wie gesagt, Ich versuche mich heute zusammenzureißen. Es ist, ja, ich bin auf dem Besserungsweg, Leute. Ich krieg langsam meinen Autismus-Kick und du in die machst es nur richtige noch Richtung. schlimmer, lass es gut sein. Okay, dann bin ich einfach so, wie ich bin. Nein! Hilfe! Piep! Okay, er sucht lange, es sind halt nicht so viele Spieler in dem Modus, denke ich mal. Ist so leise bei mir, ich muss einmal deine Stimme lauter stellen. Ich bin leise. Ja, warte, ich stelle dich mal laut Ja. hier. Ach Sag ja. mal was. Ja, soweit geht's mir ganz gut. Ne? Ja, passt, das Jo, interessiert wohl passt, keinen, gell? aber ja. Ja. Aha. Wir spielen Los. gegen Death Games. Das ist ein amerikanischer Contributor. Kontributor. Man sieht auch hier die Panzerauswahl T-57 Heavy. Das ist so ein Ami-Panzer. Den fahren viele Amis. Also. Okay, ich werde auf den Hill fahren. Der Jodeljochen wäre cool, wenn du den killen könntest. Ach, definitiv nicht. Ja, unser anderer Leiter war in der Mitte, ich war auf dem Hill, passt schon. Du warst so ein Kerl. Ich fahre. Ach, keine Ahnung, wo ich hinfahre. Mal gucken, was User das joined Thema. your channel. Ich Also, fahre User joined vor. your channel. Geh mal weg, Charlie. Ciao. Ciao. Ich fahre mal vor, User okay? Mach für disconnected euch from was your auf. channel. Dumme, wenn du nicht beskillt bist, dann musst du leider wieder den Channel verlassen, denn wir nehmen Ja, auf, wir ne? nehmen gerade auf. Awesome epic guys for the win. User left your channel. Muss rausschneiden. Ja, das geht ja wohl gar nicht. Gleichwerbung. Hab ich Support? Naja, geht. Wo ist denn der Jodeljochen? Ist der am Hill schon oder was? Der ist schon am Hill, da ist ein Baum gefallen. Das war so klar. Ja gut. Ja gut. Ja. Du aggressiv gefühlt. Hey, du musst kommentieren, was du tust. Überleben. Okay, Und ich spannend. versuche hoch zum STB-1 zu snipern. Krieg ihn aber nicht rein, den. 20 Sekunden, 30 Sekunden auf der Uhr. Hier ist 7 schon in der Basis.
Mahlzeit. Komm jetzt, triff mal. 03, Gil, du musst das carryen. Ich will eine neue Aufnahme starten. Wo gehen diese Schüsse hin, Freunde? Definitiv in meine Hose. Du bist gejodelt übrigens von 250 Heavy. Oh, okay. Himmel. Oh, oh. Wow. Okay. Das war's für die. Da war wohl das Team. Wir waren viel zu aufgesplittet. Ich weiß auch nicht, die I7 ist hier innen durchgefahren. Nee, ich war einfach zu aggressiv. Ich hätte direkt wissen sollen, wie der EBR da oben war. Der TVB hat dich hops genommen, ja. Sind halt balanced diese Dinger, was wir machen. So ist es. Wir könnten eher ein 100 machen. Aber wie gesagt, liebe Zuschauer, wir machen halt nur, wir laden alles hoch, auch die schlechten Runden. Und das 430 U, was da oben abschimmelt. Boah, was macht denn der? Wir wollten eigentlich Bruce auch mitnehmen, aber der hat irgendwie so eine Art Rage Quit gemacht. Der hatte keinen Bock, ne? Müsst ihr euch mit dem Boogie zufrieden geben? Ja gut, so kann es jetzt auch laufen, so ist es halt. Okay. Könnten Super Kong probieren. Ja, das ist verloren, komm. Oder du nimmst irgendwas anderes und ich nehme meinen Kühlschrank. Bis jetzt lief es eigentlich recht gut mit 430 Uhr, aber ich kann auch meinen Super Kong nehmen. Ja, wie du willst. Soll ich dann auch einen Super Kong nehmen, oder? Ja, probier's mal. User joined your channel. Guten Abend. Guten Abend. Hi Roger, spielst du auch für SG42? Was mit Ding? Was ist denn das? Das ist dieses Team-Event. Noch nicht mitgekriegt? Nee. Wer denn das? Ja, da kannst du dich für irgendeinen Kontributor entscheiden und dann fährst halt 7 gegen 7 und versuchst halt so viele Punkte wie möglich zu machen und kriegst Belohnung. Am Anfang macht Spaß und dann wird's langweilig. Und dann nimmt man den Super Kong. Ja. Oh. Und wir nehmen gerade auf, Roger. Na dann, viel Spaß. Oh. Das werden wir haben. Nicht. Also wenn. Ach ja. Wir schleudern ein paar Credits beim Fenster raus. Ist halt echt ein bisschen scheiße, ne, dass du mit Stufe 10 Panzer spielen musst. Ja, das ist teuer, ja. Stufe. User was moved out of your channel switched. So, ich bin jetzt mal hier rein mit dir. Ja. Mit Stufe 8 könntest du wenigstens Premium-Panzer nehmen, ne? Credits machen. Stufe 10 ist das. Nur noch ein, zwei Runden, dann muss ich aufhören, sonst bin ich zu pleite. Wie lasst noch? Uff, nur 260.000. Ich arme Socke. Ja. Ja, ich lebe halt auf großem Fuß, das ist mein Problem. Auf der Überholspur. Als YouTuber. Obwohl im Real Life würde ich mich mit 160.000 wohl zufrieden geben. War okay, ne? Könnte man schon mal einen Ausflug von machen. Ja, so ein Monatslohn oder was. Wäre schon nice. Ja, ja. Ja, Kiel, wann schaust du mal vorbei bei mir? In Österreich. Die Österreicher lassen ja keinen durchfahren. Ja, sicher. Ich sperre dir mal alle Straßen. Junge, ich lehre das schon. Du kommst vorbei. Brauch deine Skills, weißt du, für meinen Rücken. Ach so, also Rückenschmerzen. Dumm knetest. Oh ja. Ein bisschen mit deinen nackten Füßen herumtrampelst, das wäre super. Nee, das macht man in Indien so, nicht in Deutschland.
Wir haben uns weiterentwickelt. Nicht bei deinen Patienten. Nee. Ja, aber die Füße darfst nicht waschen, so 2 Wochen lang. Und dann Socken auch nicht wechseln und dann knetest du ein bisschen herum. Ach so, machen wir mit Lokalanästhesie auch noch. Na, jetzt sucht er aber, ha? Na komm. Und musst du nochmal rausgehen. Ja. So ist das Leben. So ist das Leben, du sagst es. Das spricht aus Erfahrung, der alte Sack. So ist es. Nee, so alt bist du nicht, ne? Man ist immer so. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Und wie alt fühlst du dich? Heute fühle ich mich sehr alt. Wie 35. Das geht eh. Leute, das Leben geht so schnell rum. Nutzt es. Macht eure Macht, nutzt es und verwirklicht eure Dreams. Na? Das Leben ist kurz. Haufen Bananen. Für Baboon. Ja. Wenn er uns mitspielen lässt, wir wahrscheinlich auch mal zu schlecht jetzt. Ich glaube, er findet keine 2 Subkongs. Ach so, meinst du das? Haben wir zu OP? Zu starke Panzer? Ja, das ist kein. Dabei ist der Super Kong überhaupt nicht OP. Ja, ist so auf jeden Fall stark, aber OP ist er nicht. Ne? OP sind Radpanzer. Ich glaube, Rose hat einfach ein Tinder-Date heute wieder. Meinst du? Ich meine, im Spiel ist er online, aber spielt nicht, ne? Bruce, schreib's mal in die Kommentare. Ja, Bruce, was ist los heute? 30.01.2020, du nicht da. Ja. Und Leute, übrigens, wenn ihr mal Vorschläge habt, was ihr sehen wollt auf dem Kanal, irgendwelche Sachen, also jetzt nichts obszön ist, es muss jugendfrei sein einigermaßen, dann schreibt es mal in die Kommentare, ich bin für jeden Vorschlag dankbar. Ne? Wenn euch irgendein Panzer gefällt oder irgendein Spieler, außer mir. Ja, das ist die Riesenauswahl, gell. Ja. Schreibt es bitte rein, ich bin sehr dankbar für Vorschläge. Wie geht's denn mit deinem WZ 1 bis 4 oder wie der heißt, 2.18er? Ja, den habe ich, aber eben, ich komme nicht damit zurecht. Dann mit dem 10er? Da spare ich doch drauf, es sei denn, ich spiele hier für Skill Fortune, hau meine letzten Kröten raus. Ach, was ist denn jetzt los? Wieder 2 Minuten. Ich weiß ja nicht, nehme einen anderen. Ja. Himmel, Hilfe. FV, mal gucken. Nicht die beste Kombination, aber. Ah. Ja, schon, geht schon. Ist der? Findet er keine 2 Superkongs oder was? Oh, wir spielen gegen Schweden heute. Awesome Epic Eyes. Ich kenne die nicht. Nee, ich auch nicht. Oh, Baby, was machen wir? Welche du passt auf dem Hill, oder? Ja. Das Problem ist, auf der Karte wirst du immer durchgekappt, ne? Weil die Basis vom Hill weg ist. Die Leute immer vom Hill fahren. Überlegen eben, die Fahne ist da unten. Ja, ich stimme mich da, glaube ich, so hier. Das ist so ein typischer Modus, musst du Lemming Train machen. Schau, was dein Team macht. Kleiner Tipp an die anderen hier. An die Zuschauer die meines Kanals. Nicht auf den Hill. Okay. Ja, dann fahrt immer mit dem Team mit. Ihr seid nur 7 Panzer. Bringt nichts, wenn ihr alleine hoch irgendwo hinfahrt. Doppik 430 U ist zum Beispiel jetzt so einer. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, was der macht. Das ist typisch in dem Modus. Du musst einfach mit dem Team fahren. Keine Map, Attention. Ihr müsst immer ein Auge auf der Karte haben, liebe Zuschauer. Ja. Bei der wird direkt platzen wie ein. Ihr wisst schon was, und das. Dann wird das Team flamen mit Noob-Team, fahrt nicht auf Hill und so. Das war's dann. TVP rechts. Ich schau gerade das Objekt, ja. Bin auf dem TVP. Aber das Objekt, das ist sehr. Komisch unterwegs. Komm jetzt. Hat er mich aufgemacht?
430 U ist maximal nutzlos da oben. Bin auf der Badget. Ich hab die Badget mal rausgenommen, ne? Ja, das war gut. So 77 ist One-Shot. Oh oh, die VB hat nicht aufgemacht. Ja, oder nicht? Ja, den kann ich rausnehmen, oder? Komm, einer noch. Ich hab zu wenig Alpha. Gut. Ja, ich weiß nicht, ob das so gelohnt hält, weil der nächste. Ich den WZ da nicht drücken können. Ah, das, dieses WZ-Dings. Nein. Ja, ich meine, der ist dumm, wenn er noch 10 Sekunden da so stehen bleibt. Jetzt kommt er, jetzt kommt er! Ne, jetzt kommt er eben nicht. Komm, ich schieße ihm in den Arsch. Jetzt hat er geschossen. Ah. Jetzt. Wo ist die Granate hingegangen? Keine Ahnung. Der TVB, der ist One-Shot, wenn der nochmal rauf wird, dann kannst du ihn eine drücken vielleicht. Ja. Aber das WZ schaue ich. Der ist ja offen, 10 Sekunden kann ich da rauf. Wenn die Kanone jetzt wieder sagt, du weißt schon was. Aber den nehme ich jetzt raus. Nimmst du ihn raus? Ja. Ja. Kann man da eigentlich so Medaillen kriegen wie Krieger oder so? Gibt es? Ich glaube nicht. 8 Sekunden kriegt den leider nicht. Geht das weg? Der Stritz steht da. Ja, ich überlege gerade einen Blindschuss zu machen. Nee, da. Okay, ja, warte, ich schau drauf. Meine Fresse, jetzt trollt mich die Gunner aber ganz schön. Ja, bei mir auch. Was denn los? Keine Ahnung. Das ist, weil wir Team Skill sind. Ich habe jetzt eine HE drin für den Spezi. Ja, passiv bleiben. Ja, ja. Wir haben noch 6 Minuten davor. Wie viel hast du noch? Ich hab noch 1700. Der E4. Gibt's gar nicht den Blindschuss schießen? Wo war der? Ah, da. Mach einen Blindschuss auf dem E4. Angetroffen haben tatsächlich. Er bewegt sich auf jeden Fall. Das 430, ja, da ist er. Das 430 macht aber gleich einen Stritzer auf, denke ich. Da ist er. Boch B war noch gar nicht offen, ne? Oder Boch 155, keine Ahnung, was das ist. Den Stritz mache ich Blindschuss. Keine Ahnung, glaub nicht. Ist ja wurscht. Ein bisschen vorfahren, dass wir das Team auch supporten können. Ganz wichtig, liebe Zuschauer. Guckst du links? Dass ihr nicht ganz an der roten Linie steht. Guckst du links? Links, was? Da werde ich support den WZ. Du kannst ja, ja gucken, mal auf dem Stritz da. Ja, der Panzer soll genervt worden, meiner Meinung nach. Da ist die Foch. Bin gar nicht aufgegangen, geil. Die Foch, kriegst du die rein irgendwie? Nein, negativ. Alter, wär nicht rassistisch jetzt. Ich darf's auch nicht. Ja, unser WZ ist im Cap, also der E4 wird versuchen, die Cap zu machen. Und ich warte auf ihn. Eine drücken, ja. Wenn der schießt, geht er hundertprozentig auf. Normalerweise auch mit Doppelbusch. Da ist er, ja. Ich hab ihn gekettet. Kriegst du ihn raus? Schön. Jetzt noch die VB. Die kriege ich so nicht rein. 10 Sekunden. Versuch mal von unten. Ich krieg sie rein. Na, er steht zu tief, verdammt. Komm hoch, also, Kleiner. Er hat vor hinter der Kirche, was er macht, weil er intelligent ist. Wow, diese Spieler gibt's auch noch. Ja, intelligent sind WOT, das ist. Ja, das ist selten. Okay, sie ist doch nicht so intelligent.
Okay. Holy moly. Ja, so eine Karte kann der Panzer echt gut funktionieren. Was gut killen kann gerade. Ja. Durchaus. Aber eben wichtig ist, eben mit dem Team fahren. Das hätten wir schneller haben können. Das 430 Uhr war so lang out of game da oben. Yep. Das war so unnötig. Wo ist er denn? Ja, das ist halt wieder die Map-Attention, ne? Wenn man da kein Auge auf der Karte hat, ist klar, dass die irgendwo hinfährt. Ja, und das war vor allem ein deutscher Spieler, der hat den Skill for Two gejoint. Was kann man von so Spielern verlangen? Also, erwarten. Scheiße, ich bin ja auch deutscher Spieler. Ist egal. Die Österreicher sind ganz anders, wir sind perfekt. Komm, wir machen noch eine Runde. Eine Runde noch für YouTube. Eine Runde für meine Zuschauer. Ich nehme den. Und wie gesagt, macht Vorschläge, was ich die nächste Zeit machen könnte, hochladen könnte. Was ich machen kann, weiß ich selber. Ich rede zum Hochladen. Und nicht vergessen, Glocke aktivieren, Like da lassen. Genau. Und in die Kommentare schreiben, ich liebe Pascal. So, Amerikaner, wunderbar. Guck mal, man sieht es an der Panzerauswahl wieder, die Amis E5, E5. So lustig, oder? Durchaus. Ich fahre rüber zur Basis da eigentlich so rein. Versuch Peekaboo zu machen. Ja. Ich komm mit. Ich hoffe, unser Team macht auch mit. Basis verteidigen, schauen wir mal. Vielleicht, keine Ahnung. Was wird sich den einen Typen wieder geben, der es aufs Feld fährt, oder? Der Coppola vom E5, das war der zu penetrieren, oder? Das war so klar, dass wieder einen gibt, der was aufs Feld fährt. Ja, kannst du penetrieren, aber der ist. Der bounced doch ab und zu. Einer war scheiße. Oh, du Vollidiot! Ich lasse noch. Ja. Und da ist ein Zaun im Weg. Jetzt hat er sich entschuldigt. Tut mir leid, wir haben immer ein liebes Wort für unsere Mitspieler übrig. Er hat dich blockieren, unabsichtlich kurz. Hoppala. Ich hab auch sorry. Ich weiß nicht, ob das der richtige war, sehr wurscht. Okay, Baby. Okay. Let's go. Die wollen's. Let's go into the action. Okay. 430 U-Panzer und dieser 140 Panzer. Okay, er hat einmal eine kassiert. Und ich werde zwei kassieren dafür wahrscheinlich, oder? Oder? Boah, knapp. Objekt 140, Hilfe. Team. Ach du Scheiße. Die haben auch schon wieder die Map-Attention von einer Tomate gefühlt. Öffnen. Mach einen dummen Move. 7. Yep. 2 Sekunden nicht hingeschaut und direkt 1700 passiert. Hilf mir. Damit wenig Glück kann man haben. Was leid der Typ. Denkt da einmal mit. Wird direkt bestraft dafür. Double Kill. Mach mal einen Kill. Wie läuft's bei dir, Kill? Scheiße. Okay, das ist doch gut. Der E5, der hat auch keine gute Net-Attention. Komm schon, fahr nochmal vor. So, ein Step. Schön Ammoniablau, kann man nicht sagen. Und jetzt jodeln wir den raus und easy. Wieder mal für Skill gewonnen, 7:0. Was will man mehr, lieber YouTube-Channel? Und dann 7:0, Freunde. Ey, ich bin gar nicht hinterhergekommen.
Der Sieg des Teams zählt, nicht der eigene Vorteil. Du hast das wahre Wort. Ja, ich weiß. Puh, die waren aber echt stark, unsere Spieler. Aber nur zur Information an die Zuschauer noch. Ich habe jetzt gerade einen Muniblow gemacht und ich kriege keine Medaille dafür. Das heißt, Medaillen bekommt man nicht. Hast du den in die Luft gejagt? Ja. Das Medaillen bekommt man nicht. Kein Brandstifter oder Krieger kann man nicht kriegen in dem Modus. Okay, Leute. Dafür kriegt man viele Belohnungen. Wie gesagt, nehmt an dem Event teil. Es ist ganz lustig. Es ist so ein kleiner Motivationsschub, zumindest bei mir gerade. Aber es ist ein teurer Spaß, weil nur Stufe 10 erlaubt ist. Da müsst ihr halt gucken, ne? Okay. Sagst du noch Tschüss? Tschüss, bis tschüss zum Österreich. Mal und abonnieren. Und abonniert schön brav. Und sagt mal Hallo und macht Vorschläge. Bis dann.